Yeah. Welcome back mit der Dune Challenge. Der Film ist jetzt rausgekommen anscheinend. Wir werden auf jeden Fall mal direkt abchecken, was hier so geht. Erstmal müssen wir unser neues Fluggerät kennenlernen. Deshalb lernen wir erstmal kurz Abflug, Sturzflug und Landung. Wir kommen auf Arrakis vor den Canyons. Dünen des Planeten fliegen kannst, musst du zunächst die Grundlage des Optimomotors kennenlernen. In den heutigen Lektionen geht es darum, vom Boden zu heben. Schauen wir mal. Willkommen auf Arrakis. Wer mit dem Ornithopter in dieser extremen Umgebung fliegen will, muss bestimmte Manöver beherrschen. Heute lernen Sie die Grundlagen des Luftfahrzeugs und wie man abhebt. Die Handhabung der Flügel ist entscheidend. Beginnen Sie mit dem Ausklappen. Schauen Sie zur Seite, wie sich die Flügel entfalten. Krass. Starten Sie nun den Motor, damit die Flügel schlagen und wir in die Lüfte abheben. Motorstart. Ausgezeichnet. Alle Systeme sind bereit zum Durchstarten. Nehmen wir uns etwas Zeit und schauen wir, wie sich der Ornithopter in der Luft macht. Mehr Leistung erzeugt Auftrieb, wodurch der Ornithopter vom Boden abheben kann. Neigen Sie die Nase nach unten, um den Ornithopter vorwärts zu bewegen. Heben Sie die Nase an, bewegt er sich nach hinten. Die Aktivierung des Nachbrenners bietet bei... Was? Wir haben was? Wir haben den Übungsbereich verlassen. Aha. Wir wollen mich doch verarschen, oder? Sagt, ich soll nach hinten mich bewegen. Komm, lade. Willkommen auf Arrakis. Wer mit dem Ornithopter in dieser extremen Umgebung fliegen will, muss bestimmte Manöver beherrschen. Heute lernen Sie die Grundlagen des Luftfahrzeugs und wie man abhebt. Die Handhabung der Flügel ist entscheidend. Beginnen Sie mit dem Ausklappen. Starten Sie nun den Motor, damit die Flügel schlagen und wir in die Lüfte abheben. Ausgezeichnet. Alle Systeme sind bereit zum Durchstarten. Nehmen wir uns etwas Zeit und schauen wir, wie sich der Ornithopter in der Luft macht. Mehr Leistung erzeugt Auftrieb, wodurch der Ornithopter vom Boden abheben kann. Neigen Sie die Nase nach unten, um den Ornithopter vorwärts zu bewegen. Heben Sie die Nase an, bewegt er sich nach hinten. Die Aktivierung des Nachbrenners bietet bei Bedarf zusätzliche Geschwindigkeit. Verwenden Sie ihn vorsichtig, nein, nein. Sie haben nur... Ich kann es mir aber vorstellen. Wir sind jetzt einfach krass.
das jetzt ausprobieren. Ein Fall. Verwenden Sie den Sturzflugmodus und den Nachbrenner, um an den Klippen schnellstmöglich zu sinken.
Immerhin die Mission abgeschlossen. Weißt du, hier die Bestzeit ist? Nur Zeit, oder? Wie haben sie das in 3 Sekunden geschafft? Können wir das in 3 Sekunden schaffen? Freier Fall vom Berg hieß diese Mission und ich musste da so landen. Was ist das für ein Scheiß? Oh. Loch im Fels, Canyon Rush. Flucht vor dem Sturm. Ich glaube, das mit dem Flucht vor dem Sturm werden wir im nächsten Gameplay machen, liebe Leute. Vielleicht komme ich nochmal online. Ansonsten, seid nicht böse. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ja, und das heben wir uns fürs nächste Mal auf.